Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Rennradfahren in Duisburg. Heute zeigen wir euch eine Rennradstrecke, und zwar die RTF-Strecke des RTC Weilerswist. Weilerswist, das liegt so in der Gegend von Bonn. Und wir sind diese Strecke Ende März gefahren. War relativ schönes Wetter und wie man sieht an meiner kurzen Hose, war auch nicht besonders kalt. Könnte man also auch schon kurz fahren. Und warum diese Strecke? 2018 sind wir ganz, ganz viele RTF-Strecken gefahren im Wettbewerb. Und da waren so ein paar drunter, die sind uns kleben geblieben wegen besonders schöner Sachen. Wegen besonders schöner Landschaft oder auch teilweise besonders schönen Abfahrten. Und da war eine gewesen, wir waren uns nicht hundertprozentig sicher, welche das war, mit richtig tollen Abfahrten. Und wir haben dann lange hin und her gesucht und dann gesagt, das müsste eigentlich die in Weilerswist gewesen sein. Deswegen sind wir die dann mal abgefahren und siehe da, wir hatten also einen Volltreffer gelandet, das war sie. So, ich zeige euch jetzt erstmal, wie die Strecke geht. Von Weilerswist aus geht es erstmal über Landstraßen, immer sanft den Berg rauf mit wahrscheinlich viel Gegenwind, zumindest wir hatten den, rauf bis Meckenheim. Hinter Meckenheim wird es dann deutlich hügeliger. Da kommen dann richtig hässliche, lange Anstiege, aber auch schöne Abfahrten. Geht dann auch so ein bisschen dann in die Eifel rein. So hier Hoferrad, Lanzerrad, da geht es also dann los. Man sieht dann immer so einen Berg, von dem man sagt, oh, da wollen wir aber nicht rauf. Genau den fahren wir dann aber auf. Der ist bei Altena, da ist einer der tollsten Abfahrten allerdings auf der anderen Seite. Dann geht es wieder hoch und wieder rauf und wieder runter. Und irgendwann schafft man es dann, die letzte finale große Abfahrt Richtung Bad Münstereifel zu fahren. Hinter Bad Münstereifel wird es dann wieder flach, mehr oder weniger, sag ich mal. Kommt noch ein bisschen was an Höhenmetern, aber nicht mehr viel. Und es geht über Landstraßen wieder zurück Richtung Start. Wenn man Glück hat und Rückenwind hat, sogar richtig schnell. So, hier sind wir also noch in Weilerswist und die ersten Kilometer muss man sich dann ein bisschen durch den Straßenverkehr kämpfen, um dann auf die Landstraßen zu kommen. Ich meine, das lässt sich bei vielen der RTFs nicht anders veranstalten und es geht. Wir sind die an einem normalen Tag gefahren. Wenn wir die an einem Sonntag gefahren, wie normalerweise dann auch die RTF-Starttermine dann liegen, oder an einem Samstag, hat man es meistens etwas ruhiger. Aufgrund des doch relativ heftigen Straßen- und vor allem auch Lkw-Verkehrs haben wir uns dann entschlossen, auf Radwegen zu fahren. Das macht da mehr Sinn, als sich ständig von irgendwelchen 40-Tonnern da mit Minimalabstand überholen zu lassen. Man fährt einfach ruhiger. Ja, und kaum ist man aus Weilerswist raus, merkt man schon, was man sich mit dieser Strecke angetan hat. Zum einen ist es so, bis nach Meckenheim geht's hoch. Hoch Richtung Eifel. Nicht stark hoch, aber so 0,2, 0,5, 0,7, 1% hat man eigentlich ständig auf dem Zähler stehen. Das ist nichts Schlimmes, aber naja. So, und als zweites, ich meine, wir wählen unsere Strecken in der Regel immer so, dass wir auf der ersten Hälfte Gegenwind haben und speziell da oben in der Ecke, wenn man Richtung Eifel fährt, kommt man über sehr weites, offenes Land und da weht auch immer ein ganz ordentliches Lüftchen. Wir hatten an dem Tag ja richtig guten Gegenwind und das in Verbindung mit den leichten Anstiegen war dann doch ziemlich anstrengend auf Dauer. Thank you.
Wie ihr vielleicht gesehen habt, ist es tatsächlich so, dass diese Strecke hauptsächlich über Landstraßen läuft. Da ist also kaum mal ein Stück Wirtschaftsweg oder ruhige Strecke. Man ist eigentlich ständig im Straßenverkehr. Deswegen sollte man, oder wir machen es zumindest dann so, wenn vernünftige Radwege vorhanden sind, die auch benutzen. Weil ich meine, wir wollen den Straßenverkehr, der da auf diesen schmalen Landstraßen läuft, dann auch nicht unnötig behindern und uns auch nicht selber unnötig gefährden. So, hier die erste Sehenswürdigkeit auf der linken Seite. Man sieht so ein kleines bisschen hinter den Bäumen da ein Schlösschen. Da sind wir aber dann leider nicht hingefahren. Wir sind die RTF-Strecke hoch. Durch den teilweise heftigen Gegenwind, den man auf dem freien Land dann immer hat, ist man doch schon ganz froh, wenn man ab und zu mal in so ein Örtchen reinfahren kann, wo die Häuser und den Wind so ein kleines bisschen brechen. Leider Gott ist es aber auch so, dass viele dieser Örtchen dann intern über ordentliche Steigungen verfügen. Die sind wohl alle am Rand der Alpen gebaut. Und hier in dem Fall war es dann nicht so. Hier kamen dann kleine Steigungen am Ortsausgang, aber die waren dann mehr oder weniger harmlos. Wenn man nur zu zweit unterwegs ist, kann man auch nicht so besonders viel Windschatten geben. Aber wie das so ist, jedes bisschen hilft. Und ich bin dann auf dem Hinweg dann größtenteils vorgefahren, weil es ja doch ganz, ganz ordentlich gepustet hat. Kann man nicht anders sagen. Und da wir die Strecke auch nicht mehr so hundertprozentig genau im Kopf hatten, waren wir dann auch ein bisschen vorsichtig und haben unsere Körner ein bisschen zusammengehalten, weil man weiß ja nie so genau, was da noch kommt. Und wenn man sich am Anfang schon völlig verausgabt, dann hat man am Ende ordentlich Probleme. Da waren noch zwei andere Radfahrer, die sind dann zu uns oder vor uns auf die gleiche Strecke gestoßen. Und ich war eigentlich schon drauf und dran, Alice da ranzufahren, dass wir zu viert fahren konnten. Aber da ist mir dann irgendwann eingefallen, verflucht nochmal, wir haben Corona und die möchten möglicherweise gar nicht, dass wir denen so nah auf die Pelle rücken. Deswegen habe ich dann wieder ein bisschen abreißen lassen und gesagt, okay, dann bleiben wir halb auseinander und genießen den Wind. Im Hintergrund sieht man übrigens schon die Höhenzüge der Eifel. Da wollen wir hin und da kommen wir gleich auch an. We'll be right back.
Diese RTF ist normalerweise eine RTF, die so Ende Mai, rund um den 20. rum veranstaltet wird. Ist eigentlich dann schon ein bisschen später, als wir es gefahren sind, also 6-7 Wochen später, und dann ist normalerweise auch alles ein bisschen grüner. Möglicherweise sind die Felder dann auch schon ein bisschen höher bewachsen, was dann auch wieder ein kleines bisschen mehr Windschatten gibt. Im Endeffekt ist es aber tatsächlich so, wenn man die Ende März fährt, dann ja, ist alles noch ein bisschen trostlos, ein bisschen offen. Die Bäume sind auch noch nicht so wirklich grün, da kommen die allerersten Knospen langsam auf. Auch die Obstfelder, die da links und rechts der Strecke häufig anzutreffen sind, da ist auch noch nichts zu sehen. Insofern, naja, vielleicht dann doch besser im Sommer fahren, keine Ahnung, aber ist eigentlich auch da, wo es flach ist, schon landschaftlich relativ reizvoll. Man hat eine weite Sicht und einen großartigen Himmel. Jo, da sagt die Alice da rein und der Wind in meinem Helm pfiff so laut, dass ich gar nichts gehört habe. Aber irgendwann sagte mir dann mein Bordcomputer, ey, du bist verkehrt, dreh mal um. Habe ich dann auch gemacht. Und naja, wer rechnet denn auch mit so einem Schleichweg? Vor der Kirche, ja klar. Finde ich auch. Keine Ahnung. So, warum also dieser Schleichweg? Ganz klar, da war die Kontrolle. Und zwar eine relativ frühe Kontrolle, die erste Kontrolle, die da eigentlich schon so nach nicht ganz 20 Kilometern da erwartet hatte. Aber wir haben uns erinnert, das war da, ich glaube da sogar auf diesem Parkplatz, wenn wir jetzt über diese Brücke fahren, genau da, da war die Kontrolle. Und von da aus geht es dann weiter. Ja. Ja, wenn man denn so frei durchs freie Land fährt und einem der Wind ein bisschen um die Ohren pfeift, dann kommt einem die Strecke schon ziemlich lang vor. Zumindest auf den ersten 30 Kilometern hat man dann außer den kleinen Örtchen auch kaum eine Abwechslung. Und naja gut, wir sind der Eifel schon ein bisschen näher gekommen, wir kommen bis Richtung Meckenheim, da kriegen wir zumindest noch ein paar Höhenmeter mit dazu. Ja, Güterzug oder Güterzug nicht? That's the question here. In dem Fall Güterzug nicht, weil das gar nicht die Ampel vom Bahnübergang ist, sondern eigentlich die Ampel von der Kreuzung dahinter.
die nur ein bisschen Richtung Bahnübergang vorverlegt wurde. Aber das muss man auch erstmal schnallen. Im Gegensatz zu den meisten kleinen Dörfchen ist Meckenheim dann schon wieder ein klein bisschen größer und da muss man sich dann erstmal so ein bisschen durchwuseln. Ich meine, nicht unbedingt so, dass Meckenheim jetzt die tollste aller Städte wäre. Meckenheimer, ihr Lieben, verzeiht mir bitte. Aber ja, ist schon ein bisschen unübersichtlich da bei euch. Bekommt man dann schon wieder ein kleines bisschen mehr von der Landschaft mit. Man sieht, die Höhenmeter werden langsam ein bisschen sichtbarer, alles wird ein bisschen hügeliger, der ein oder andere Wehrbauernhof taucht auf, ist also schon ein bisschen näher an der Eifel dran. Man beachte das wild gewordene Display der Tankstelle da, ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Hier hatten wir mal einen kurzen Seitenwindabschnitt, da rollte es schon ein bisschen besser, musste halt nur aufpassen, dass man nicht in Gegenverkehr gepustet wurde. We'll be right back.
offenbar wird in dieser Gegend auch Hopfen angebaut. Zumindest sahen diese Gerüste für mich sehr hopfig aus und solange da nichts drauf wächst, haben die schon irgendwas Grafisches an sich. So, am Ortsausgang von Arztdorf habe ich dann letztendlich endlich eine Bank gefunden. Wir waren schon so um die nicht ganz 30 Kilometer gefahren. Wurde also Zeit für unsere erste Nahrungsaufnahme und naja gut, neben dieser kleinen Kapelle haben wir uns dann erstmal bequem gemacht. Frisch gestärkt ins Werk und jetzt kommen die Höhenmeter. In Verbindung mit Gegenwind, was die Sache noch ein bisschen spaßiger macht. Fritzdorf war das erste dieser Alpendörfchen, wo man eigentlich ins Örtchen reinfährt und es plötzlich nur noch bergauf geht. Und das dann quer durch den ganzen Ort. Na, ich schätze mal, die haben ihre Ortschaften so angelegt, damit im Winter das Regenwasser besser abfließt. Anderen Sinn kann es ja nicht geben, oder? Wie man an den leicht entfernten Höhenzügen sieht, wir waren noch lange nicht in der Eifel, also da kommen erst noch ein paar Kilometer.
sozusagen Vortraining. Aber wie man hier sieht, die ersten schönen Abfahrten sind auch schon mit dabei. Ja, und was soll ich sagen? Nach der Abfahrt kommt ein Örtchen und das Örtchen hat 9%. Ja, Regenwasserablauf oder so ähnlich. Das Örtchen Gelsdorf ist natürlich Abwasserablauf optimiert gebaut, wie jedes andere Dorf da auch. Also, naja, radfahrerfreundlich. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, wir fahren da nur verkehrt rum. Man muss halt einfach nur von der anderen Seite kommen. Tja, Pech gehabt, ne?
nach Gilsdorf kommt dann Altendorf und da hat man dann zumindest am Anfang mal so einen Hauch von Berg runter. Aber auch nur kurz. Kommt einer der ersten von den langen bösen Anstiegen, wobei so böse sieht er gar nicht aus, ist auch gar nicht so super steil, das sind so 4-5%, aber sehr lang und sehr offen und der Wind kommt ziemlich genau von vorne. Da ist es, pustet einem da richtig ja, in die Klamotten rein. Wir fahren da jetzt ein bisschen auseinander, weil wir haben da unser eigenes Tempo und da hätte jetzt bei dem Tempo auch Windschattenfahren nicht viel gebracht. Die einzige Hoffnung war, dass wir möglichst schnell in die Gegend der Bäume da hinten kommen, um da wieder ein bisschen windgeschützter zu sein. Aber bis dahin ist noch einiges. Und die Radler, die uns entgegenkamen, die hatten so ein himmlisches Grinsen im Gesicht. Klar, bergunter Rückenwind, was auch sonst. So, dass Alice jetzt vorfährt, das sind rein dramaturgische Gründe. Wir wollen natürlich dann auch mal ja, jemanden auf dem Film haben und nicht nur die Straße. Aber nichtsdestotrotz, gepustet hat es trotzdem noch und naja, ich setze mich dann mal wieder davor. Hier sind wir jetzt im Wald, leider Gottes einem unbelaubten Wald, der dann auch nur ein bisschen Windschatten bot und naja, man muss den Sport schon lieben, um solche Strecken zu fahren. So sehen 8% bei Gegenwind aus. Hallo? Hallo?
So, hier hatte ich jetzt die Idee, dass die Straße, die sich daneben der Landstraße entlang zog, ein bisschen bequemer und ein bisschen ruhiger zu fahren wäre als die Landstraße selber. Wir sind dann rübergefahren und hat sich dann aber als nicht wirklich viel besser herauskristallisiert. Dieses Parallelsträßchen zog sich dann nur 200-300 Meter neben der Landstraße. Dann konnten wir wieder rüber, aber wir hatten zumindest Seitenwind. Das war schon mal ganz angenehm. Kommt auf die Straße da vorne wieder zusammen. So, der nächste ekelhafte Anstieg lag vor uns und er kündigte sich durch eine kleine Abfahrt erstmal an. Das heißt, man frohlockte und dann kam, was kommen sollte. Ja, und wenn man oben ankommt, was liest man da? Berg. Man ist auf dem Berg. Mein Gott. Als ob man da nicht von alleine raufkommen könnte, dass man auf dem Berg ist. Zumindest geht es jetzt auch erstmal wieder den Berg herunter, aber Vorsicht, wir sind in der Ortschaft und hinter der Kurve, was kommt? Pferde, klar. Ne? Gut, dass wir nicht so schnell waren.
wie man sieht, rollen wir diesmal mit der Abflussrichtung des Örtchens. Hinterm Berg geht's hinunter. Schöne Abfahrt. Und daran anschließend natürlich eine schöne Auffahrt. Was auch sonst. Ich muss dazu sagen, ich hatte an dem Tag unglaubliches Glück. Das heißt, als wir die RTF gefahren sind, damals hatten wir natürlich auch viel Verkehr. Das heißt, einige Autos und natürlich viele Mitfahrer, Radfahrer, die da mit unterwegs waren auf der RTF. Jetzt hier bei dieser Tour hatte ich bei den ganzen tollen Abfahrten kein Auto, kein Motorrad, keine anderen Radfahrer. Ich hatte die völlig für mich. Ich konnte da also brettern, so viel wie ich wollte und so schnell wie ich wollte. Habe mich allerdings selber auch ein klein bisschen beschränkt. Ich bin da also nicht schneller als 60 gefahren, weil ich finde, das reicht. Man muss sich da auch nicht unnötig einem Risiko aussetzen, speziell wenn man die Strecken dann auch nicht so gut kennt. Aber macht dann schon ordentlich Spaß. So diese ekelhaften Kurven. Man hechelt den Berg rauf und dann kommt eine Kurve. Man meint, okay, hinter dieser Kurve geht es zumindest wieder flach weiter und ja, Pustekuchen, ne? Jetzt gleich mal auf diesen hübschen kleinen Bergkegel, so ganz links am Rand über meinem Ärmel. Der kam mir noch irgendwie bekannt vor. Ich war mir nicht ganz sicher, aber ich wusste, da kam noch irgendwas ganz Bösartiges. Und ja, ich meine, wenn man so ein Ding sieht, sagt man sich, naja, da fährt doch keine Strecke hoch, ne? Denkste.
Ja, man konnte das jetzt sehen, wie man wollte, aber zumindest näherte sich die Strecke dann doch diesem komischen Hügel und schien zumindest daran vorbeiführen zu wollen. Noch hatte man Hoffnung. Man kann es ja wunderschön sehen. Die Natur ist einfach toll. Um an diese tolle Natur heranzukommen, muss man tatsächlich so eine Strecke fahren, die viele Höhenmeter hat. Das ist einfach so. Je mehr Höhenmeter, desto toller der Anblick, desto toller die Natur, desto toller die Weitsichten und auch die Nahsichten, wenn man durch Täler fährt. Ist also, der Blick ist ein bisschen begrenzt, man sieht Sachen. Ich meine, Flachland ist natürlich auch schön, aber beim flachen Land sieht man immer den Horizont und kann auf Dauer dann auch mal langweilig werden. Ich finde, das Schönste ist tatsächlich, wenn man sich da durch die Eifel oder durch das Sauerland quält oder Westerwald. Das sind einfach ja, die schönsten Strecken. Führt kein Weg dran vorbei. Es ist so. Na gut, ins Jauchzen und Frohlocken wegen der Landschaft kommt man in der Regel ja sowieso nur, wenn man bergunter fährt. Zwischenzeitlich kommt dann wieder sowas wie hier, diese kleinen, niedlichen Rampen. Und naja gut, da jauchzt und frohlockt man dann eher nicht, da keucht und stöhnt man ein bisschen, bis man dann irgendwann dann oben ist. Wie man hier so schön sieht,
Es bewährt sich dann durchaus, wenn man an dieser Stelle noch genügend Körner im Sack hat. Das heißt, wenn man sich auf den ersten 30 Kilometern schon völlig leer gefahren hat, gegen den Wind und mit den sanften Hügeln, dann hat man jetzt hier ein erhebliches Problem, weil den Berg runter wieder zurück zum Start rollen geht nicht. Egal in welche Richtung man von hier fährt, es geht immer heftig den Berg rauf. Man muss da jetzt durch, egal was kommt. Und dann ist wirklich gut, wenn einem die Muskeln in den Oberschenkeln noch nicht zu sehr wehtun und man da noch keinen Laktatüberschuss drin hat. Ne? Also nichts für Anfänger. Zimmer mit Aussicht. So hoch sind wir mittlerweile gekommen und es geht noch höher. So, nachdem wir jetzt wieder ein paar Höhenmeter verbrannt haben, wir sind jetzt ziemlich genau bei 50 Kilometern, knapp drüber, habe ich dann erstmal angehalten, auf Alice gewartet und mir Hoffnung gemacht, dass wir bald eine schöne Bank finden, um wieder mal Pause machen zu können.
ist das nicht der Wahnsinn. Alice hat Bänke gesehen. Mein Gott nochmal. Ja, hier in dieser Kirche ist tatsächlich die Kontrollstelle, die zweite Kontrolle bei der RTF. Da gibt es Stempel und Kuchen. Naja, Brot und Kekse. Und ja, da ist nicht nur die jetzt verwaiste Kontrollstelle, sondern da ist auch eine Sitzgruppe. Tische und Bänke, da kann man sich also hinsetzen und gemütlich Pause machen. Hat obendrein noch eine tolle Aussicht dazu. Und tja, was will man mehr? Ja, ihr habt es gesehen, 594 Höhenmeter bis jetzt, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Sollte also noch einiges kommen, auch wenn man schon fast der Meinung oder sich fast wünschte, dass man das Größte jetzt hinter sich hat. Es kam eigentlich erst noch.
Ja, dieser wunderschöne Pausenpunkt, an dem wir da gerade vorbeifahren, ist eigentlich der Erholungspunkt für die, die auf der anderen Seite des Berges, auf dem wir jetzt übrigens gerade drauf sind, der Kreuzberg, heraufgestrampelt sind. Wir fahren ihn jetzt runter. Jetzt kommt eine der tollsten Abfahrten, die ich kenne.
Am liebsten möchte man ja sofort nochmal runterfahren, aber dumm bei der Angelegenheit ist, man müsste dann da erstmal wieder hochfahren. Ja, und das habe ich mir dann natürlich verkniffen. Aber unglaublich. Ne? Und vor allen Dingen Platz ohne Ende, kein Gegenverkehr, kein Mitverkehr. Schwein gehabt. Einfach nur gut. Ja, schön in dem Moment ist das breite Grinsen, das man noch hat, obwohl einem das jetzt auf den nächsten Kilometern wieder ein wenig vergehen wird, denn wir fahren das Tal hoch. Dieses Tal hochfahren bedeutet kontinuierlich zwischen 0,5 und 1,5% Steigung mit steigender Tendenz. Wir fahren Richtung Bad Münstereifel und da in Bad Münstereifel ja noch mal eine richtig schöne lange Abfahrt auf uns wartet, müssen wir natürlich jetzt erstmal wieder Höhenmeter aufnehmen. Und die kommen dann gebündelt. Das heißt, die nächsten 10, 15 Kilometer sind also ja, ein wenig anstrengend, sagen wir es mal so. Ja, darunter täuschte jetzt ein wenig, da waren also 10 Meter, wo es ein bisschen bergab ging, aber wir sind in einem anderen Tal jetzt, wo es wieder bergauf geht und die Steigung langsam aber sicher auch wieder zunimmt. So Dörfer mit Abflussrinnen hatten wir ja schon zur Genüge. Hier haben wir sie wieder und nicht zu knapp. Thank you.
War jetzt eine wunderbare Abfahrt zwischendurch. Leider Gottes hat die einige Höhenmeter, die wir vorher wieder aufgebaut hatten, wieder weggefressen. Ja, und was kommt jetzt? Klar, 9,5% bergauf und keuchen. Biegen wir jetzt am Ende schon mal ab in Richtung Bad Münstereifel. Wenn man aber meint, jetzt käme die Abfahrt, leider zu früh gefreut. Jetzt kommt der lange Anstieg vor der Abfahrt. So, da sind wir nun auf dem höchsten Punkt der Reise, etwa 430 Meter über Normal Null, 5 Kilometer vor Bad Münstereifel und bis dahin geht's jetzt den Berg runter. Eine der längsten Abfahrten, weit und breit.
kann ihn natürlich auch einfach rollen lassen. Ich weiß gar nicht, ob man da durchrollen kann. Ich habe es also selber noch nicht probiert. Die macht für mich viel mehr Spaß, wenn man die aktiv fährt, das heißt mittritt und ja, so irgendwo so zwischen 55 und 60 km/h dann hält. Ein bisschen bergauf geht zwischendurch ja auch und so hat man dann immer einen wunderbaren Anschluss, wenn es wieder bergunter geht. Etwa einen halben Kilometer vor der Ortseinfahrt Bad Münstereifel kommt hier auf der rechten Seite so ein kleiner Parkplatz. Da habe ich dann mal kurz angehalten, um A auf Release zu warten und B meine Beine ein klein bisschen durchatmen zu lassen. Ich meine, machen wir uns nichts vor, 4 Kilometer, auch wenn sie einen Berg runter sind, wenn man die mit über 50 fährt, dann sind die Beine ziemlich leer. Insofern, da wir auch schon fast 75 Kilometer weg hatten, hat sich dann auch angeboten, hier mal Pause zu machen. Auf der anderen Straßenseite gab es Bänke und ja, erstmal warten, bis Alice kommt und dann Füße hoch, zumindest ein Weilchen. Hier nach Bad Münstereifel. Ich hatte Glück, dass ich fast kein Auto hatte. Ich konnte jetzt richtig durchbesen. Ne? Ja, machen wir hier Pause oder fahren wir Städtchen rein? Hier ist jetzt keine Bank. Irgendein Spielplatz wäre eine Bank, aber da müssen wir erstmal hin. So windgeschützt. Ja, auch nicht wirklich. Finde ich. Die Stadt.
Mit der Sonne auf den Mars. Ja, komm, dann fahren wir darüber. Das schaffen die tatsächlich nur noch vor dem Fahrrad zu rennen. Ja. Stimmt. Tja, wenn das mal keine Idylle ist, ne? Wunderschön gelegener kleiner Park mit Spielplatz. Die Sonne scheint. Die Bäume blühen. Skillpacks im Rucksack. Was will man mehr? Das Schöne ist eigentlich, dass wir jetzt in Bad Münstereifel, ja, die Eifel schon fast wieder hinter uns haben. Wir sind so quasi am Ausgangstor der Eifel. Will sagen, jetzt kommen zwar noch kleine Hügelchen, aber jetzt kommen keine Berge mehr. Kommen zwar auch keine tollen Abfahrten, jetzt kommen noch so ein paar 500 Meter bis nach Bad Münstereifel rein. Das ist so eine große Kreuzung. Aber danach ist eigentlich Ruhe und ja. Und die Windrichtung stimmt dann auch. Von hinten. Kann man jetzt ausgleichende Gerechtigkeit nennen. Ne? Das, was uns den halben Tag ins Gesicht gepustet hat, das trocknet uns nun den Rücken und schiebt uns auch ein bisschen nach Hause.
Tja, plötzlich war er wieder da, der Wind. Kam zwar nicht mehr ganz von vorne, sondern mehr von der Seite, aber dafür umso heftiger und naja, Wind ist halt Wind. Bisschen schade ist es, wenn man jetzt aus der Eifel raus ist, verliert die Strecke auch ein kleines bisschen ihren Pep, weil man fährt jetzt eigentlich nur noch auf Landstraßen oder auf normalen Straßen innerhalb von Städten und hat außer Straßenverkehr eigentlich keine Highlights mehr. Ne? Man fährt jetzt nach Hause, okay, der Wind steht richtig, ausnahmsweise und es kommt nichts mehr. Man weiß auch, dass nichts mehr kommt und zählt jetzt die Kilometer, bis man wieder im Auto ist und finde ich ein kleines bisschen schade. Auf der anderen Seite, na gut, wir fahren jetzt alleine. Wenn wir jetzt mit vielen, vielen anderen fahren würden, würde die Sache auch wieder ganz anders aussehen. Dann hat man immer Beschäftigung oder hängt sich mal eine Gruppe dran oder so. Dann ist das Ganze viel abwechslungsreicher. Ne? Aber ich hoffe ja, dass wir nächstes Jahr hier wieder fahren können. Als RTF mit vielen, vielen anderen und da gemeinsam an den Bergen sterben und an den Kontrollstellen jammern können. Ne? Wer weiß. Aber ich denke mal, das wird funktionieren. Vielleicht sogar schon dieses Jahr. Hier geht's nicht mehr, weil wir haben jetzt schon Ende Mai. Schauen wir mal, was kommt. Ich hoffe, was Gutes. Schaut euch mal Alice an. Das sind 45 Sachen auf gerader Strecke.
Und das über einige Kilometer. Ja, der Wind stand gut, muss man sagen. Und wir hatten unsere Körnchen auch relativ gut aufgeteilt. Das heißt, es war noch genügend in den Beinen vorhanden. Wir hatten also Spaß, trotz allem.
und wieder mal fast geschafft. Da vorne ist Weilerswist. Die Sonne ist schon abendlich. Die Beine sind leer. Und wir hatten einen schönen Tag, wirklich, einen super Tag. Anstrengend, aber schön. Die Strecke, nach wie vor, toll. Unterwegs waren wir dann stellenweise mal anderer Meinung, aber wenn man es dann mal hinter sich hat, dann ja, relativiert sich manches. Und ja, ich muss sagen, es war nach langer Zeit mal wieder ein schöner Ausflug ins Gebirge. 1000 Höhenmeter auf 116 Kilometern sind ja eigentlich auch schon eine ordentliche Nummer. Und ja, ich will nicht sagen, dass wir es gar nicht mehr so gewöhnt sind, aber zumindest über die Distanz war es schon anstrengend. Wir haben es dann auch abends, als wir zu Hause waren, gemerkt, unsere Beine waren dann doch ziemlich schwer. Nichtsdestotrotz werden wir die Strecke jederzeit wieder fahren. Und ja, ich weiß zwar nicht, ob ich jemals in meinem Leben wieder so viel Glück bei den Abfahrten haben werde, aber man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben. Ne? Sollte euch dieser Film trotz seiner Länge gefallen haben, ein Daumen hoch wäre nicht schlecht. Wenn euch solche Filme an sich gefallen, dann abonniert diesen Kanal, davon kommen noch ganz viele. Wir fahren jede Woche und ja, wer weiß, vielleicht sieht man sich ja sogar mal unterwegs oder fährt mal zusammen. Ich hoffe ja, dass das bald wieder möglich sein wird. Wir sind zumindest, glaube ich, bald wieder in der Lage, auf richtigen Veranstaltungen zu fahren. So, dieser Film ist fast vorbei. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Wochenende wieder. Tschüss. Ich sehe das Tor, aber das Auto nicht.